Einbruch und Brandstiftung in Hamburger Gymnasium. Die Feuerwehr Hamburg wurde am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr zu einer leichten Rauchentwicklung zum Gymnasium Dörpsweg nach Eidelstedt alarmiert. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf Einbruchsspuren an einer Aula. Eine Tür war gewaltsam aufgebrochen worden, zudem mehrere Fenster eingeschlagen. Aus einem Fenster des Schulgebäudes selbst drang dichter Rauch. Die Feuerwehr öffnete eine weitere Tür zum Schulgebäude und ging in die Bibliothek im ersten Stock vor. Dort fanden sie einen brennenden Haufen Bücher. Das gesamte erste Obergeschoss ist aufgrund des Rußes nicht mehr nutzbar und musste gesperrt werden. Auch das Löschwasser sorgte für Probleme, sodass die Schule heute nur in einem Notbetrieb geöffnet werden konnte. Im Erdgeschoss fand die Polizei zudem Farben an den Wänden vor, ein aufgebrochenes und verwüstetes Büro sowie eine offene leere Geldkassette. Erste Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt.